klappt. Danke. Und jetzt Ria, vielen Dank für die nette Einführung und auch für die Einladung vor allen Dingen. Da machen wir es jetzt so rum. Ich hätte uns erst gefragt, was denn so eure alle Berührungspunkte schon mit dieser Plattform sind. Aber dann machen wir das am Ende. Dann mache ich erstmal eine ganz kurze Einführung zu dem. Ich gehe so den Anmeldeprozess, den Registrierungsprozess und was dann so möglich ist in der Plattform. Das, weil dieser Abgleich einfach nicht fehlte. Aber was mir aufgefallen ist, was sich viele bei mir beschwert haben, die ich eingeladen habe, dass am Anfang das mit der Registrierung nicht funktioniert hat. Also ich habe bestimmt 7-mal, vielleicht sogar auch 10-mal gebraucht, bis ich überhaupt mal da angenommen wurde, bis ich da die Registrierung vollenden konnte. Ich bin immer rausgeflogen und da hat natürlich nicht jeder die Geduld, das so oft zu probieren. Und die Sigrid hatte mir erzählt, sie hat versucht in ihrem Stadtteil, die haben da so eine Gemeinschaft, auch wegen Wohnprojekt und so weiter, und die Leute hatten keine Lust, sich deswegen da zu registrieren, weil sie eben auch Erfahrung gemacht haben, dass es ganz schlecht funktioniert hat. Jetzt weiß ich nicht, wie aktuell der Stand ist, weil ich bin ja registriert, ich komme ja rein, ist ja nicht das Problem. Aber gibt es da Infos? Hat sich das wesentlich verbessert? Also die Grüner, vielleicht auch du, viele Fragen konnten wir jetzt ja auch, also ich drücke nochmal meinen Bildschirm frei, ganz viele, Moment. Seht ihr jetzt meinen Bildschirm mit Freiburg zusammen? Ja. Super, wunderbar. Was wir nicht ganz am Anfang direkt gemacht haben, weil eben uns viele immer oft dieselben oder die gleichen Fragen erreicht haben, dass wir hier ausführliche Video-Tutorials, Animationen gemacht haben und einen wirklich, wirklich, wirklich umfangreichen Frage hier Frequently Asked Questions oder häufig gestellte Fragen gemacht haben, wo wir versucht haben, alles irgendwie zu beantworten. Corinna, weißt du, wie es gerade ganz aktuell ist mit dem Registrierungsprozess? Funktioniert der gut? Also ich habe es gestern noch auf jeden Fall getestet und es hat einwandfrei funktioniert. Und ich meine, dass wir einfach am Anfang die Problematik hatten, weil sich so viele auf einmal registriert haben und die sich da aber trotzdem noch mal dran gesetzt haben, weil wir natürlich auch rückgemeldet haben. Wir kriegen sehr, sehr viele E-Mails, wo sagen, ja, sie können sich nicht anmelden. Und das natürlich die größte Hürde ist und die schlimmste Hürde, wenn das nicht funktioniert. Und da haben die IT-Strategen eigentlich schon nachgebessert. Also ich habe jetzt schon, ja, ich weiß nicht, Jonathan, du hast die letzten paar Monate Support gemacht, da kam jetzt nicht mehr in die Richtung groß was rein, oder, mit Problemen bei der Anmeldung. Das war am Anfang, es hat sich aber dann auch schon wieder gelegt gehabt. Du bist ja auch ziemlich, ziemlich zum Start dazugekommen, Ria. Ja, ich hatte die Pressemitteilung von der Stadt bekommen und bin dann gleich aufs Portal. Und ja. Dann es ist schon sehr frustrierend, wenn es nicht funktioniert. Ja. Voll. Genau. Weil man ist so schon genervt von den vielen Online-Sachen und wenn die dann nicht funktionieren, nicht schon wieder eins, was nicht funktioniert. Aber mir ist auch aufgefallen, dass so manche Sachen, wir haben ja davor im Vorfeld schon mal drüber geredet, auch irgendwie, wie soll ich sagen, nicht so eingängig sind. Also gibt zwar oben den Button Veranstaltungen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich Leute suche und kann die dann einfach gar nicht finden, okay, wenn die dann ihre Einstellung natürlich so gemacht haben, dass ich aus Herdern die nicht in was weiß ich wo in der Viere sehen darf, dann kann natürlich auch keiner was dafür. Aber es ist halt schade, weil ich meine, es lebt ja, eine Plattform lebt ja davon, dass man miteinander in Kontakt tritt. Und da muss ja nicht immer gerade jetzt ein schlimmer oder ein wichtiger Grund vorliegen. Manchmal ist einfach, dass man sich mal kurz austauscht. Ja, das würde vieles erleichtern. Oder wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas wie die Veranstaltung heute da einstelle, da habe ich absolut null Resonanz, egal um welches Thema es geht. Ja. Und das finde ich dann halt schon auch schade, weil dann ist einfach so die eigene Arbeit, die man sich macht, um da ein bisschen Leben reinzugeben, die trägt keine Früchte. Und ich bin ja im EQ-Ausschuss der IHK
und habe das dort auch kommuniziert und habe gesagt, ihr könnt da auch als Solo-Selbstständige reingehen und ein bisschen für euch, auf euch aufmerksam machen, gerade jetzt in Corona, wo manche gar keine Aufträge haben, einfach ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Aber da ist null Interesse da. Also das finde ich erstaunlich, weil ich meine, die hat ja keine schlechte Presse gehabt, die Plattform, und dass es vielleicht am Anfang ein paar Schwierigkeiten gab, das kann doch jetzt nicht der Grund sein. Habt ihr eine Erklärung dafür? Also ich könnte mir vorstellen, dass so gut es ist, eben die, in so kleineren Runden das zu machen und eindeutig das zu erklären, wie die Plattform funktioniert und warum wir sie entwickelt haben, ist sehr gut, weil so Leute einfach auch das Verständnis für die Plattform entwickeln. Aber gleichzeitig fehlen halt auch die Nutzer. Also wir sind halt immer noch eine sehr kleine Plattform und es wird halt immer erst komplett attraktiv für Unternehmen oder auch für kleinere Geschäftsleute, wenn halt einfach die Kunden auch auf der Plattform sind. Und da haben wir schon auch relativ wenig Werbung gemacht, würde ich jetzt behaupten. Und das fehlt einfach jetzt. Ja, das ist sehr schade. Und vor allem, wie du auch sagst, man macht, macht sich Arbeit, man pflegt es ein, man hofft, dass da Rückmeldung kommt, und dann sind aber so wenig Leute auf der Plattform, dass gar nichts zurückkommt. Das ist auch sehr frustrierend, glaube ich, ja. Und da ist auch zwei Punkte, Ria, was du sagst. Man sieht an der Plattform oft, dass im Forschungsprozess und im Forschungskorsett die Entscheidung zugunsten eines Datenschutzes oder eines Nutzerschutzes gefallen ist. Also auch gerade, dass eben dass die Einstellungen von vornherein so sind, dass man eben nicht kontaktiert werden kann, wenn man es nicht möchte. Das könnte man zum Beispiel umdrehen, dass man grundsätzlich kann und immer jederzeit ausschalten kann. Wir schauen gleich mal kurz in die Plattform einfach rein, dass man ganz offen sieht, was da eigentlich abgeht, dass wir nicht über ein theoretisches Ding sprechen. Und das Zweite, ganz klar, ist so eine Plattform, hätte man hier viel stärker Werbung machen dürfen, müssen, können. Auch hier wieder Verwaltungslogik, wo ich jetzt spontan sagen würde, keine ausgeprägte Fehlerkultur, wo man sagt, dass man sagt, hey, wir sind hier, und ich spreche jetzt auch ganz offen an, wir sind hier keine perfekte Plattform, aber wir lernen von dem Feedback und entwickeln das weiter. Erst Werbung zu machen, wenn das Ding perfekt dasteht, ist halt am Sankt Nimmerleinstag. Und das ist meine persönliche Meinung jetzt, hätte man das ruhig auch selbstbewusster kommunizieren dürfen. So, aber das ist nicht unsere Entscheidung, die wir hier sitzen. Nein, wobei wir ja alle gewohnt sind, dass wir, egal ob von Microsoft, inzwischen ja auch von Apple, immer Sachen vorgesetzt kriegen, die noch nicht perfekt sind. Also insofern wäre das ja auch im Grunde genommen nichts Neues. Aber wenn man dazu steht und das so kommuniziert, dann finde ich, weckt man ja auch ein bisschen den Ehrgeiz derjenigen, die sagen, oh, ich gehe da mal hin und gucke, was hat es denn damit auf sich? Ja? Also das hätte ja auch einen gewissen Charme. Man kann das ja auch nett verpacken, oder? Also ja. Auf jeden Fall, man kann auch sagen, man kann mitarbeiten. Also man kann bei der Entwicklung mitarbeiten. Anne, ich möchte dich nicht im Wort hängen, ja. Du da kannst. Also ich bin aus Hochdorf, wir von der Grünen Liste sind da eigentlich recht aktiv. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wir basteln, also WhatsApp wollen wir runter. Wir basteln auch ziemlich mit Signal und Streamer. Was mich etwas nervt, ich bin oft unterwegs und muss das vom Handy aus machen. Und Sonate dreht ohne Ende. Ich weiß nicht, alles andere, WhatsApp, Signal, alles habe ich sofort drauf. Das ist für mich dann manchmal echt nervend, vor allen Dingen, wenn ich es dann endlich geschafft habe, reinzukommen und stelle fest, da hat jemand nur einen kleinen Kommentar gebracht. Also nichts, wofür ich mich jetzt anstrengen muss. Ich kann auch keine Vorschau. Ja, es ist einfach, ich nutze beruflich schon eben auch Office und Teams und Yammer und dann bin ich über WhatsApp und irgendwie mache ich alles nacheinander auf und eins dreht ohne Ende. Und dann könnte ich, ist das mein Problem oder liegt das am System? Ich habe das auch, das Problem. Ja, ne? Ja, nur auf dem iPad geht es, auf dem Handy geht es nicht. Was habt ihr für ein Handy? Ich habe das neueste iPhone.
Einfach. Weil wir sind gerade in der Diskussion, bei welcher Plattform wir jetzt endgültig bleiben. Und das wäre an sich die Plattform, bloß ich bin da jetzt mäßig begeistert, weil es einfach viel Zeit kostet. Natürlich. Absolut. Also ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, ich hatte am Anfang auch Probleme damit. Und dann habe ich die App, OKZ-App, nochmal komplett gelöscht und nochmal neu hochgeladen. Und seitdem geht es. Ich probiere es nochmal. Aber das kann auch sein, dass es das trotzdem nicht hilft. Das war jetzt nur bei mir. Glücklicherweise hat es dann funktioniert. Ich probiere es. Ja, ich habe zum Beispiel gar keine Probleme. Keine Ahnung, ich habe auch das neue iPhone. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist echt merkwürdig. Weiter. Ja. Corinna, ich glaube, du müsstest es freigeben können. Genau. Dann probiere ich es gerade mal. Könnt ihr meine Rabokal-Zusammenseite sehen? Ja. Ja. Perfekt. Also, das ist jetzt schon die Startseite, nachdem wir eingeloggt sind. Und ich würde jetzt einfach über die grundlegenden Funktionen einfach kurz Bescheid geben. Wenn ihr Fragen habt oder direkt was ansprechen wollt, gerne einfach reinrufen. Ich sehe jetzt niemand, nicht mehr alle Leute. Genau. Fangen wir mal mit der Startseite an. Hier sind alle Informationen von den verschiedenen Gruppen oder Freunden, denen man hat, die irgendwie in der letzten Zeit was gepostet haben. Man kann hier runterscrollen. Man kann Beiträge kommentieren, mit Gefällt mir markieren, Bilder hochladen. Und was auch sehr interessant ist, wenn man jetzt noch Gruppenmoderator ist oder eine Gruppe gegründet hat oder eine Organisation, man kann die Autorenschaft verändern. Also von meinem privaten Name zu jetzt bei mir Quartiersarbeit in Freiburg. Das heißt, wenn ihr eine Gruppe habt, jetzt vielleicht gerade bei dir, Ria, als Alterskompetenz, kannst du hier auch was ändern und eben in deren Namen den Beitrag kommentieren. Genau. Dann könnt ihr hier auch etwas Neues erstellen, sei denn ein Beitrag, vielleicht sogar ein Bild hochladen oder eine andere Datei. Und es wird dann ausgespielt bei den im Stadtteil, also in dem Stadtteil, wo man wohnt. Darf ich da mal kurz reinfragen? Aber ist dann mein Alterskompetenz auch nur in Herdern? Oder? Also wenn du hier auf der Startseite was postest, kannst du gar nicht die Autorenschaft kannst du da gar nicht ändern. Du postest dann immer mit deinem Namen. Wenn du aber jetzt mit Alterskompetenz etwas posten möchtest, dann ist es immer schlauer, eigentlich in die Rubriken zu wechseln. Ja, das mache ich. Genau. Und dann wird es aber stadtweit ausgespielt. Ah, okay, gut. Das war nicht ganz klar. Danke. Gerne. So, genau. Dann gehen wir doch gleich mal in die Rubriken. Wenn man dann hier auf Entdecken hier oben klickt, kommt man hier gut rein. Hier werden, genau, hier zieht man mal alles. Hier wurden verschiedene Rubriken eben entwickelt und man kann je nachdem, welchen Bereich man bespielen möchte, kann man draufklicken, die Posts dazu lesen und eben auch einen neuen erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas über Kultur posten möchte, sei denn eine Veranstaltung oder ein Bild, was ich in der Stadt aufgenommen habe und möchte das einfach teilen mit der Stadt, klicke ich hier oben drauf und dann lädt es, genau. Hier die FWTM hat vor 22 Tagen etwas gepostet und dann kann ich hier einen neuen Beitrag erstellen. Und hier kann ich sogar dann noch mehrere Rubriken auswählen. Hier ist auch wieder genau das gleiche wie in der Anfangsstartseite. Man kann hier auch wieder den Beitrag kommentieren, gefällt mir markieren oder auch teilen. Ich sehe gerade, der Jonathan ist aktiv auf der Seite. Das ist immer hier ganz schön. Wenn man wieder zurückgeht
zur Übersicht kann man hier klicken und hat wieder unten dran alle Beiträge zu allen Rubriken. Also hier die FWTM, die ist sehr aktiv. Das sieht man hier einmal ein Online-Bildungshaus, Hochdorf, Beitrag, genau. Und hier kann man immer schön alles Aktuelle dann sehen. Hier ist eigentlich auch die meiste Action, würde ich behaupten. Hier, wenn man zurück möchte auf die Startseite, kann man entweder beim Neuigkeiten wieder klicken oder auf das Freiburg hält zusammen Symbol hier oben. Dann gibt es auch eine Funktion mit meinen Gruppen, die ich ganz interessant finde. Da sieht man jetzt die Gruppen, denen ich beigetreten bin und Organisationen. Das ist ganz wichtig, das sieht man hier, was eine Gruppe und was eine Organisation ist. Man kann eine neue Gruppe erstellen. Das ist gerade für eben die Kommunikation, vielleicht in der eigenen Straße, wenn man Straßenfest organisieren möchte oder einfach, wenn man sich gerne trifft zum gemeinsamen Frisbee-Spielen im Park oder einfach gemeinsame Interessen hat, dann kann man hier eine Gruppe erstellen. Eine Organisation ist dann ein bisschen was anderes. Das ist die offizielle Variante, wie jetzt eben hier das Theater Freiburg, im Münstermarkt oder andere Akteure in der Stadt. Wenn ich dann hier reinklicke, zum Beispiel machen wir mal das Theater Freiburg, sieht man hier auch wieder die ganzen Beiträge. Außerdem wenn Sie Kontaktdaten Veranstaltungen eingestellt haben, könnte man das hier auch sehen. Man kann den Kalender abonnieren, dass man selber nochmal eine Erinnerung bekommt, falls eine neue Veranstaltung erstellt wurde. Und einen kleinen Sprung. Ich sehe gerade, der Jonathan hat mir eine Nachricht geschrieben. Eine neue Nachricht sieht man immer daran, dass ein roter Punkt beim Bild erscheint. Genau. Dann gibt es eben das Gleiche mit meinen Kontakten, wo einfach die ganzen Kontakte nochmal aufgelistet sind, wo man draufklicken kann und dann entweder den Kontakt sogar hier, glaube ich, entfernen könnte und aber auch eine Unterhaltung starten. Hier als nächstes, hier kommen wir dann auf die Instanz Freiburg hält zusammen. Das ist die offizielle Seite von ganz Freiburg. Hier werden immer Beiträge zu neuen Funktionen geteilt. Hier sieht man eben, die App wurde hier veröffentlicht oder hier war ein Fragebogen, den wir gehofft haben, dass Leute ausfüllen. Genau, hier sieht man so ein bisschen alles, was so auf der Plattform war. Und auch hier kann man wieder kommentieren, wie man hier auch schön sieht. Dann gibt es noch den zusätzlichen Reiter der Corona-Nachbarschaftshilfe, der eben dann ganz schnell gemacht wurde, als Corona neu aufkam. Wir sehen jetzt, bei mir ist das jetzt nur für meinen Stadtteil. Ich bin Neuburg. Hier kann man einfach Suche anbieten und nach Hilfe suchen. Und wenn man hier wieder auch zurückklickt, kommt man wieder auf die Plattform. Und dann kommen wir zu der Funktion, die ich eigentlich am schönsten finde. Das ist die Umgebung erkunden Karte. Hier, wenn Sie jetzt sieht man schön ganz Freiburg und die verschiedenen Gruppen und Organisationen und wo sie beherbergt sind. Man kann dann hier immer weiter reinscrollen und sieht dann genau, wo die verschiedenen Akteure sich beherbergt sind. Hier kann man zum Beispiel draufklicken. Und wenn man jetzt gucken möchte, wer ist denn hier am Generationenplatz, klickt man einfach hier drauf und sieht dann hier ein Chor. Hier kann man wieder auf Anzeigen klicken, dann kommt man wieder auf die Gruppenvorschau. Und ja, so sieht man ein bisschen, was in der ganzen Stadt so los ist, was man machen kann, was in dem eigenen Stadtteil vielleicht auch abgeht, weil hier schön die Stadtteilgrenzen gezogen sind.
Ja, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und das wäre es auch schon, was man hier auf dem Reiter sieht oder auf den ganzen Reitern hier sehen kann. Was vielleicht auch noch interessant ist, was Ria angesprochen hat, sind diese Persönlichkeitseinstellungen. Die Privatsphäre, die kann man nämlich selber einrichten, dass eben Leute vielleicht nicht vom gleichen, von einem anderen Stadtteil einen anschreiben können oder eine Kontaktanfrage senden können. Das geht alles unter persönliche Einstellungen. Wenn man hier jetzt bei mir auf mein Bild klickt, sind hier alle möglichen Einstellungen, die man ja, selbst machen kann. Und dann kommt es eben hier unter Interaktionen, wird es dann interessant, wenn man möchte, dass man von der ganzen Gemeinschaft angeschrieben werden kann und auch Kontaktanfragen erhalten kann, dann kann man das hier einstellen und speichern. Ich habe jetzt auch, dass man Kontaktanfragen stellen kann für alle Mitglieder meiner Gemeinschaft. Das bedeutet ganz Freiburg. Aber Unterhaltungen sind nur möglich bei mir, wenn ich schon mit denen die Freundschaftsanfrage sozusagen angenommen habe. Ansonsten kann man hier auch von Mitgliedern meines Stadtteils und meinen Kontakten oder von der ganzen Gemeinschaft Freiburg oder sogar auch von niemandem. Also das ist noch interessant. Genau, gibt es denn speziell jetzt gerade noch Fragen? Vielleicht, ob man in die Organisation nochmal speziell reingeht, wie man einen Post veröffentlicht oder eine Organisation gründet. Ah, ich sehe auch hier, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, hier oben ist immer so diese Glocke, die zeigt immer an, wenn es was Neues gibt. Ah, schau, Ria hat mir eine Kontaktanfrage gesendet, dann kann ich hier ablehnen oder annehmen. Und jetzt steht hier schon herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen neuen Kontakt. Hier sind die ganzen Anfragen und auch die Aktivitäten von den Gruppen oder Organisationen, die stattfinden. Eine kleine Erinnerung. Und wenn ich jetzt die Nachricht vom Jonathan nochmal genauer anschauen möchte, ist es eigentlich ganz intuitiv. Man kann draufklicken und auch nochmal schreiben und mit der Enter-Taste oder mit dem Pfeil einfach antworten. Genau. Ich hätte eine ganz blöde Frage. Wie rufe ich die Seite überhaupt auf? Nein, das ist keine blöde Frage. Da können wir gerne mal einfach hier auf Ist das Google auf gehen. Twitter oder wo? Nee, das ist, wenn ich einfach zum Beispiel hier Freiburg hält zusammen in Google eingebe, kommt es schon hier als erstes. Und die Seite an sich, wenn man oben in diesem Suchfeld eingibt, einfach www.freiburghält und dann ae.de. Ja. Ah, das ist interessant, weil ich hab's, ich gehe nicht über Google, ich nehme DuckDuckGo und dann komme ich immer auf die Stadtseite von Freiburg und finde es dann nicht so richtig. Das ist sehr interessant, okay. Danke. Aber wie funktioniert das mit auch bei DuckDuckGo und auch bei anderen Suchmaschinen? Ich nehme nämlich auch kein Google. Aber AE wahrscheinlich. Das ist ja, das könnte sein, richtig. Ja, ist richtig, okay. Also ich habe jetzt hier mal, ich stelle mal in den Chat die Webseitenadresse rein. Also ich benutze eigentlich auch Ecosia. Ich kann auch hier mal. Ah, oh, okay. Dann liegt es am AE, danke. Ja, nee, da ist es auch. Da komme ich jetzt komischerweise auf die Seite. Mhm. Aber. Okay, aber dann finde ich es. Vielen Dank. Gerne. Gibt es sonst noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage, warum ist es so schwierig, Videos? Also ich auch kurze Videos, ich glaube, das habe ich Jonathan schon vor längerer Zeit mal gefragt, ich kann die gar nicht hochladen, obwohl ja, wenn ich was posten möchte, einen neuen Beitrag, da wird mir ja angezeigt, ich könnte Video hochladen, aber das klappt nicht, überhaupt nicht. Ist es, weil das Rädchen dann die ganze Zeit dreht oder woran liegt es? Ja, es dreht ewig und dann am Ende ist nichts da. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass einfach die Seite überfordert ist mit zu viel Material. Genauer weiß ich es aber auch nicht. Ich kann das gerne mal später testen und mich bei dir melden. Vielleicht ist es auch ein Browserfehler.
Aber kann da kann selber noch mal probieren, vielleicht hat sich ja was verändert. Ja, also ich schreibe es mir mal auf und probiere es selber aus und würde mich einfach bei dir melden. Okay. Video hochladen. Und sonst gehe ich einfach an den an die ITler. Das ist sehr komisch. Aber wir haben auch schon Videos hochgeladen, Jonathan, oder? Ich meine, die 50 Megabyte, ne, können oft zum Problem werden, dass die Begrenzung da relativ gering ist. Viele Videos ja heutzutage in einer guten Auflösung, auch gerade vom iPhone 12 zum Beispiel ja, natürlich da schon echt Daten brauchen. Es war noch das iPhone 6 und waren es 15 und nicht mal 15 Sekunden Video. Und da habe ich gedacht, na, das ist so kurz, das ging aber nicht. Ja, okay. Ich habe es mir aufgeschrieben, Ria. Ansonsten willst du vielleicht noch irgendeine Gruppe, also jetzt vielleicht nicht, hast du eine Testgruppe, die du zeigen kannst oder so? Oder eine Testorganisation? Sonst kann ich kurz bei mir reingehen. Ja, ich glaube, ich habe leider keine Test. Darf ich an dich übergeben? Ja, klar. Moment. Dann stoppe ich kurz mal. Das habe ich jetzt nicht gemacht, eine Testgruppe. Nee, Quatsch. Muss ja auch nicht sein. So, was natürlich noch spannend ist, was wir ganz oft Anfragen kriegen, ist natürlich zu sagen, ich möchte als Organisation mich registrieren. Auch hier im Normalfall machen wir das nicht, außer wir kennen die Person sehr gut, weil wir eben wollen, dass da reale Personen dahinter stehen. Diese realen Personen, jetzt in dem Fall bei meiner Seite, dass sie dann eine Organisation oder eine Gruppe anmelden oder hier eine neue Gruppe erstellen für eine Gruppe oder Organisation anmelden für eine Organisation und das dann eben machen könnt. Die Aufteilung, also mein Wunsch für die Zukunft ist, dass hier ganz klar so ein Dashboard gibt, eine Übersicht, wo alles vereint ist. Aktuell ist es noch so, dass es eben Gruppen gibt mit verschiedenen Funktionen und Organisationen. Organisationen sind eben dazu da, auch in Rubriken zu kommunizieren und da eben stadtweit zu posten. Bei Gruppen ist es so, dass es da verschiedene Stufen gibt. Das ist eine öffentliche Gruppe, wo man drin diskutieren kann, eine geschlossene Gruppe für einen privateren Kreis und eine private Gruppe, die wirklich hier niemand sehen kann, also die dann wirklich nur für ganz enge Kreise ist. Eine genaue Einteilung kann man auch nochmal unter Hilfe nachlesen, wo wir glauben dass das vielleicht für die Bedarfe die sinnvolle Funktionskonto, also Testgruppe, Testorganisation sein kann. Wenn man mal drauf geht bei Gruppe, also man kann auch innerhalb der Gruppe sehr viel machen, also ich glaube, ich habe eine öffentliche Gruppe hier mal angelegt, eben Veranstaltungskalender pflegen, aber auch ein Dateiablagesystem. Ich habe es jetzt hierfür nicht aktiviert, aber das kann man machen. Da kann man ja auch intern Dateimanagement betreiben, zum Beispiel Bildergalerien, man kann die Mitglieder verwalten. Also ich könnte jetzt hier jemand anders zum Moderator annennen oder zur Moderatorin, dass sie da auch mich unterstützen in der Arbeit. Habe aber auch noch andere Optionen, dass ich zum Beispiel eine Pinnwand machen kann, wo man Dinge nochmal teilen kann. Und das müssen wir aber auch, das kann man uns anfragen, kann man auch freischalten, eben so ein E-Mail-Verteiler, also auch aus der Plattform raus, wie so eine Art Newsletter-System anbieten. Und genau, einfach da auch an der einen oder anderen Stelle bewusst einen Medienbruch, wie jetzt eben dieses Newsletter-System eingebaut, geht natürlich auch ganz einfach hier, was hat die Stadt Freiburg vor 4 Stunden? Ich kann natürlich auch aus der Plattform raus, ne, alle Beiträge einfach rauskopieren und auch hier wieder aus der Plattform rauskommunizieren. Das vielleicht noch kurz dazu. Gibt es denn Fragen? Oder was sind denn auch die häufigsten Funktionen, die ihr im Moment nutzt oder wo ihr vielleicht Probleme hattet? Super. Aber keiner nutzt es, oder wie?
Ja, weil jetzt aber ein paar Sachen habe ich jetzt auch noch dazu gelernt. Das fand ich jetzt richtig gut, obwohl ich mich da schon mal schwer durchgearbeitet hatte. Aber es ist immer so einfach, das ist immer hilfreich, wenn jemand, der ständig damit zu tun hat, die ständig damit zu tun hat, dann einfach nochmal aufzeigt, was denn die Möglichkeiten alles sind. Von daher, habt ihr denn eine Idee, wie man, ich unterstütze das sehr gerne, wie man das noch ein bisschen pushen könnte, sodass einfach mehr Leute dabei sind, weil wie gesagt, das macht es ja interessanter. Ich fände es auch viel besser, wenn ich mehr darüber kommunizieren könnte, als jetzt andere Medien zu nutzen. Wenn ich jetzt sowieso in einem engeren Umfeld Dinge bekannt machen möchte und jetzt auch nicht immer alles irgendwo auf Facebook oder sonst wo. Ich meine, ich habe da zwar auch Fanpages, weil ich meine eigenen Sachen nicht gerne da poste auf dem privaten Ding. Aber da wäre halt einfach schön, wenn man das so ein bisschen mehr so Insider, also Insider meine ich jetzt so Freiburg und Umland machen könnte. Können sich, vielleicht noch eine andere Frage, können sich denn auch Leute aus Berlin, Hamburg oder sonst wo registrieren oder ist es nur für Freiburg? Nur für Freiburg. Also es ist ja schon noch bei der Registrierung so, dass man seine Kontaktdaten oder seine Adresse angeben muss. Und wenn man jetzt eine Adresse außerhalb von Freiburg angibt, dann kommt man gar nicht in die Instanz oder in die Gruppe, in die Gemeinschaft Freiburg. Es gibt eine Gruppe, die nennt sich Sonate, das ist ganz Deutschland und dann wird man da zugeordnet, weil man einfach außerhalb von den Stadtgrenzen Freiburg wohnt. Es ist auch schon am Anfang eben ganz viel vorgekommen, dass Leute geschrieben haben, die aus Denzlingen kommen oder Merzhausen gehört ja auch schon nicht mehr zu Freiburg. Die sind gar nicht nach Freiburg reingekommen, weil sie eben nicht mehr Teil der Stadt oder in den Stadtgrenzen wohnen. Aber wie wäre es denn, wenn wir so was ja Irene Schumacher macht mit den Freiburgerinnen aus aller Welt. Also wenn ich mir vorstelle, ich meine, ich war in New York beim Alumni-Gründungstreffen, ja, von der Uni. Und das ist ja eigentlich, was gerade Unis, das weiß ja selber, diese Internationalität, dieses Verbinden ist ja was ganz Schönes. Und es würden da ganz viele, da bin ich sicher, ich bin ja mit einigen Leuten da auch noch in Kontakt, die würden sich da gerne anmelden. Kann man das nicht machen, dass man sagt, hier alle, die jetzt eine enge Verbindung zu Freiburg haben, ob das ehemalige Studis sind und also heutige Alumnis und oder sonst in irgendeiner Form, die hier aufgewachsen sind, aber jetzt halt heute irgendwo aus der Kuckuck wo leben, das wäre einfach toll, weil man könnte ja das wirklich unter so einem Freiburgerinnen aus aller Welt zusammenfassen und das fände ich super, dann hätte das auch viel mehr Attraktivität. Das stimmt, das fände ich auch, aber ich weiß, am Anfang werden da sehr viele Diskussionen darüber, wann und wie wir Leute zulassen. Ich weiß nicht, Jonathan hat da vielleicht noch ein bisschen mehr Insight dazu, weil ich das auch nur am Rande mitbekommen habe, aber im Grunde hieß es sollten nur Freiburger, die im Moment auch in Freiburg wohnen, reinkommen, um einfach auch diese aus Datenschutzgründen und aus, wir wollen ja eine Freiburger Gemeinschaft haben sie das so minimiert. Was ich auch finde, weil ich kenne auch viele, die in Freiburg gewohnt haben, die sagen, sie fühlen sich in Freiburg zu Hause. Das ist, sie wollen noch wissen, was los ist und sie wollen sich noch mit den Leuten irgendwie vernetzen und wohnen aber nicht mehr hier. Aber das haben wir leider nicht möglich machen können. Oder wenn man einfach von außerhalb, guck mal, ich bin von Berlin hierher gekommen. Zwar über Kirchsachen, ist egal, also von Berlin und dann kennt man eigentlich so gut wie niemanden, ja, und dann ich habe damals das Offline-Treffen organisiert, da war ja noch nicht so viel mit Internet, jedenfalls waren wenig Leute online, weil es einfach toll ist, wenn du eine Anlaufstelle hast, du kommst aus einer anderen Stadt oder sogar noch womöglich aus dem Ausland, kommst hierher und kennst kaum jemanden. Klar, heute kannst du dann vielleicht auf Facebook gucken, aber ob du da jetzt die Leute findest, die dich interessieren, ist dann auch fraglich. Aber da wäre es doch auch zumindest so eine Funktion. Also wenn man weiß, okay, die kommen her in ein paar Wochen oder so und denen schon mal den Zugang zu ermöglichen, obwohl die eben halt noch nicht eine Freiburger Adresse haben.
Sonst müsste man ja als Freundin anderen helfen und die eigene Adresse denen zur Verfügung stellen. Hauptsache, kommt nachher nicht das Wohnungsamt oder wie die heißen und sagen, man hat hier untervermietet an 30 Leute, die jetzt plötzlich alle in der Winterer Straße wohnen, vorher in einem und demselben Haus. Vollkommen richtiger Punkt, sehe ich genauso. Sehen wir genauso. Ich habe es auch in der Praxis, immer wenn mir jemand geschrieben hat, ermöglicht. Ich habe es einfach dann, also ja. Manuell kann man das schon zuordnen, wenn jemand geschrieben hat, hey, auch viele aus der Stadtverwaltung, ne, da viele pendeln, ja, wohne ich in Freiburg und pendeln halt. Mhm. Auch die habe ich dann einfach reingelassen. Aber, also, es gibt ja keine strukturelle Richtlinie. Okay. Silke? Wer genehmigt das dann? Keine Ahnung. Ah. Aber du sagst, du hast sie reingelassen. Also wir haben ja Zugriff aufs System und wir sehen dann, wenn jemand irgendwie in der Deutschlandinstanz landet, können wir den manuell in die zuordnen in irgendeinen Stadtteil. Ah, okay. Ja. Silke, ja? Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, dass man jemanden als Gast einladen kann. Zum Beispiel, wenn man weiß, es war ein ehemaliger Freiburger und ich habe noch Kontakt zu Freiburgern, dass man sagt, so hier, ich nehme dich als Gast, dann hat man ja quasi noch eine Referenzadresse. Schreiben wir mal auf. Nach dem Motto, ich habe noch einen Koffer in Freiburg anstatt Berlin. Ein Köfferchen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, jemand, der nicht mehr da ist und noch gerne sehen möchte, was läuft in Freiburg, wäre doch vielleicht eine tolle Möglichkeit. Ja, ja. Ich auch. Also. Das stimmt. Und dann wäre auch noch klar, dass es auch sich um eine reale Person handelt, die jemand auch kennt. Mhm. Genau. Ganz wichtig. Deswegen haben wir das ja auch mit der Adressdaten, dass sich eben nicht falsche Leute anmelden oder irgendwelche Bots oder Leute mit einem falschen Namen, dass die dann irgendwie Hate Speech verbreiten können oder so. Das wollten wir ganz klar minimieren oder ganz rauslassen. Deswegen ist das auch der Registrierungsprozess ein bisschen größer ausgerollt, wie jetzt bei Facebook, wo dann die E-Mail-Adresse das ausreicht. Und das ist schon auch wichtig als Information, finde ich auch natürlich von der Idee her auch super. Aber ich habe so eine Geschichte erlebt, die war wirklich irre, ja. Also ich war relativ neu in Freiburg und bin nach New York geflogen. Und als ich am Flughafen war für den Rückflug, bin ich dann nochmal in so eine Bar gegangen, um noch schnell was zu trinken, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte. Und dann saß neben mir eine Frau auf der linken Seite und rechts neben mir ein Mann. Und der fragte dann so uns beide Frauen, wo wir herkommen, erzählte, ja, er ist Koch und auf dem Flug nach Paris. Und ich sagte, ja, nach Frankfurt. Sagte, ja, aber wo kommst du genau her? Und da dachte ich mir, wenn ich sage Freiburg, das kennt er eh nicht. Ich sage Freiburg, der SC, der kannte alle Spieler. Der hatte hier in Colombi 6 Monate als Koch gearbeitet. Da bin 100 Jahre nicht drauf gekommen. Ja. Und der war so ein Freiburg-Fan. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe noch Kontakt zu dem und würde dem sagen, ey, du kannst dich jetzt da registrieren, da wäre der Feuer und Flamme, ja. Es ist jetzt immer noch in Paris in einem Noble Hotel als Koch, also zurzeit hat er jetzt nicht viel zu tun, ist klar, wie alle in Corona-Zeiten, aber einfach, das sind so begeisterte Freiburger in Anführungszeichen, die gerne in Kontakt bleiben, ja. Absolut. Das ist ja auch ein bisschen der Charme von Freiburg. Muss ich ehrlich sagen, viele, die hier wohnen oder hier gewohnt haben, die haben so einen Bezug zu der Stadt und so, sind so begeistert davon und freuen sich immer davon, was zu hören. Und da wäre natürlich Freiburg halt zusammen eine sehr gute Plattform, um das irgendwie ein bisschen aufrechtzuerhalten und den Bezug weiter zu stellen, ja. Ja, voll, ihr Lieben, ich muss los. Ich habe seit 5 Minuten Anschlusstermin. Ria, ich mache dich wieder zum Host. Ja, alles klar. Ich danke dir ganz herzlich, Jonathan. Es war sehr interessant und ja, gute Zeit für dich. Wir bleiben in Kontakt, denke ich. Genau, so machen wir das. Und ihr habt ja mit Corinna jetzt eine sehr kompetente Ansprechpartnerin, die da jetzt doch die Hochphase letztes Jahr miterlebt hat und jetzt den Staffelstab wieder übernimmt. Okay, super. Bis dann. Ciao. Tschüss, Jonathan. Ja, gibt es noch irgendwie Fragen?
Ich habe jetzt auch, ich würde mal in den Chat noch meine Support-E-Mail-Adresse reinschreiben. Da könnt ihr dann vielleicht auch, wenn ihr speziell Fragen habt, nochmal euch melden und ich antworte dann auch nochmal